Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 3. Momentan sind wir dabei, uns so ein bisschen in Silden umzuschauen, der neuen Orkstadt, in der wir gelandet sind. Und beim letzten Part haben wir mit Gives geredet und der hat noch zwei Optionen für uns hier, beziehungsweise zwei Quests. Ich besorge dir Fälle. Dann geh zu den Jägern draußen im Norden. Sie sind mit ihrer Lieferung der Arktkisten schon überfällig. Dann werden wir dem mal Feuer unterm Arsch machen. Wo bekomme ich Brennholz für dich? Die Sklaven im Gefangenenlager liefern mir das Holz. Wir müssten mittlerweile an die 10 reisefertige Stapel davon gemacht haben. Und mit diesem Brennholz können wir den Jägern Feuer unterm Arsch machen. Können wir direkt benutzen. So. Zeig mir deine Ware. Was hat er denn Schönes? Oh, er hat die dicken Rüstungen, ja. Wenn ich dir das Teil verkaufe, bekomme ich Ärger mit... Aber... Die bekommen wir ja noch nicht. Wasser könnten wir eigentlich auch mal gerade mitkaufen. Da man das ja immer für die Heiltränke braucht. Kann ich einfach so mitnehmen. Moment, ich speichere ganz schnell ab. Und dann nehme ich das Waffenbündel einfach mal und wir gucken, was die dazu sagen. Nix, alles klar, da habe ich. So. Super Sache. Haben wir das Waffenbündel schon mal. Kann ich gerade von meiner Liste streichen. Ach, mache ich nachher. Weil das habe ich mir, bevor ich hier aufgenommen habe, auf die Liste geschrieben. So, da wir ja gerade gespeichert haben, könnten wir eigentlich auch mal... Haha, diesmal hat es funktioniert. So, und jetzt speichere ich schnell wieder. Nicht, dass irgendwas passiert. Und wir dann das Geld von Kardok doch nicht haben. So, mit dem... Ach, ein Bade. Auch mit dem können wir reden. Ein besonders herrlicher Tag, findest du nicht? Ja, das finde ich. Zu schwer. Ach, zu schwer, okay. Du bist Assassine? Richtig. Mein Name ist Qadir. Und mit wem habe ich das Vergnügen? Mein Name ist... Mich interessiert nicht, wer du bist. Ich bin neu hier. So. Dann weißt du sicher auch nicht, wie es hier läuft. Hm? Mach nichts. Ich werde mich schon um dich kümmern, mein Freund. Das ist nett von dir. Vielleicht bestehen wir ihn doch nicht. Was machst du hier? Ich bin Beschaffer von wertvollen Arbeitskräften, mein Freund. Du bist Sklavenjäger. Ein garstiges Wort für diese verantwortungsvolle Aufgabe, findest du nicht? Nein. Oh, der hat auch Ware. Krummschwert. Moment mal. Wie viel Schaden macht denn unser Wenzels Schwert? 90. Haha, das Krummschwert macht mehr. Moment, wo bist du? Also das macht hier 85, aber... Boah, 12.000! Wenn wir das schärfen, macht es 95. Nee, vergiss es! 12.000 lege ich da momentan nicht für hin. Assassinenschwert ist auch ganz nice. Weil das vergiftet den Gegner noch, aber... Das macht nur 80 Schaden, wenn wir es schärfen. Leiser Tod ist ein bisschen zu hart für uns. Da haben wir auch noch nicht genügend Jagdgeschick. Pfeile haben wir sowieso hier schon noch genug. Dann werden wir auch noch genug normale haben. Aber ich gucke trotzdem nochmal nach, dann, wie viele wir haben. 500, ja. Schädelschild sollten wir vielleicht mal... Mach's auch nochmal da rein jetzt. So, wir haben da unten sowieso nichts drin, von daher ist es egal. Woher bekommst du deine Sklaven? Viele Menschen verstecken sich in den örtlichen Wäldern vor den Orks. Ich suche sie und überrede sie, für die Orks zu arbeiten. Kümmerst du dich auch um entlaufene Sklaven? Hier in Silden sind die Söldner dafür verantwortlich zu erhalten, was ich ihnen bringe. Okay. Wir werden ihm dann noch nicht helfen bei dieser Sklavenjagd. Das wollen wir irgendwann anders machen. Wie sie alle da sitzen und saufen und, keine Ahnung, rauchen. Wer bist du denn? Steh auf! Was ist los? Was willst du? Pennt der hier, ey? Hast du nichts zu tun? Wache. Aber meine helle Barde ist verschwunden. Ohne helle Barde keine Wache. So einfach ist das. Tja, dann suchen wir mal seine helle Barde. Haben wir hier sonst noch irgendwas, was man mitnehmen kann, so? Pflanzenmäßig. Hier geht's raus aus Silden. Ja, wie ihr seht, Silden hat nicht unbedingt irgendwelche Mauern. Also keine großen. Und auch nicht komplett. Naja. Okay. Womit denn? Dann, da geht's raus. Dann gehen wir mal hier ins Sklavenviertel.
Das ist nämlich direkt hier. Wie man sieht, da sind auch schon die Sklaven. Hör mal, wer da hämmert. Was willst du? Brennholz! Wuhu! Das brauchen wir ja. Und das Brennholz ist immer so eine Sache. Also, ob ich das jetzt wieder alles auf Anhieb finde, bin ich mal gespannt. Weil das Brennholz, das ist gut versteckt. Das ist gut versteckt. Es gibt sogar noch ein paar Brennholzteile, die kann man nicht mal mitnehmen. ich weiß nicht, war das auch hier? Ich glaube, das war auch hier. Also auch in Silden. Wie viel hat er gesagt? 10, ne? 10 Brennholzstücke müssen wir finden. Das ist nicht so einfach. Aber es gibt auf jeden Fall, oder? Doch, müsste eigentlich 10 geben. So. Schauen wir mal, wo wir hier noch Brennholz finden. Ich glaube, bei den Schweinen stand noch was, oder? Nee. Es ist jetzt aber auch dunkel. Nee, das machen wir jetzt nicht im Dunkeln. Ich glaube, das ist im Hellen wäre es besser. Wie viel haben wir? 6 haben wir schon, ne? Brennholz, wo ist es? Da oben. 6, ja. Vielleicht haben die was in den Hütten. Nee. Ja. Okay, also das machen wir jetzt nicht. Aber wir könnten uns, hier geht's nämlich raus, wir könnten uns hier mal gerade den Teleporter holen. Und dann nach Monterra gehen, dort kriegen wir nämlich auf jeden Fall unser Bett. Hier haben wir noch Herrscherkraut. Moment, wo ist der Teleporter? Der ist gar nicht hier, der ist da. Da sollte der sein, jawohl, da vorne auf dem Stein, im Steinkreis. So, nehmen wir den mit, stecken den ein. Und gehen nach Monterra, weil dort haben wir ja unsere Hütte, dort dürfen wir auf jeden Fall pennen. Hier müssten wir uns in ein Bett von irgendwem legen und das gibt unter anderem auch mal Probleme und alles. Deswegen machen wir das nicht. Also, schnelle Rückreise nach Monterra. Vielleicht finde ich hier noch gerade irgendwas. So, Schwertmeister wollen wir ja nicht werden. Also will ich ja nicht werden. Nee, finden wir auch nichts mehr. 31 Lernpunkte haben wir noch. Oh, komm, dann machen wir es gerade. So, jetzt haben wir noch 30. Das ist eine schönere Zahl. So, und da haben wir unseren Stärkepunkt direkt auch mal um 6 gesteigert. So, also, habe ich eigentlich irgendwas reingemacht in unsere Truhe? Da gäbe nicht unbedingt Sinn. Nee, habe ich nicht. So, Bett. Bettchen. Gehen wir mal eine Runde pennen. Und danach wieder zurück nach Silden. Jawohl. Wir wollen bis morgens pennen. Und dann, achso, da muss ich jetzt den Teleporter auswählen. Machen wir den Silden. So. Da freut sich gerade irgendeiner über ein köstliches Stück Fleisch. So. Und dann suchen wir jetzt, das ist auch cool. Ah, okay, jetzt sieht man es nicht mehr. Aber manchmal sieht man den Schimmer noch, der da ist wegen dem Teleporter. Da suchen wir jetzt mal beim Hellen nach Brennholz. Da werden wir doch bestimmt mehr finden. Aber ja, die Brennholzgeschichte, das ist so eine Sache. Hier ist noch. Ah ja, und jetzt fehlt uns genau ein Brennholz. Ja. Ah! So. Jetzt haben wir 9 Brennholzstücke. Eins fehlt noch. Meine Damen und Herren, das könnte noch eine Suche werden hier. So, bei den Schweinen ist definitiv nichts, ne? Ah, scheiße. Wieso merke ich mir das? Ich vergesse das immer wieder, wo dieses verfickte letzte Brennholz ist. Bei diesen Sklaven hier ist nichts. Es gibt sogar noch einen Sklaven hier, der ist was Besonderes in diesem Sklavenlager. Allerdings werde ich mit dem auch erst, da ist er. Hier, Lars, aber mit dem werden wir erst ein andermal talken. Jetzt noch nicht. Dieses verfickte Brennholz, ey. Verdammt nochmal. So, das hier gehört eigentlich gar nicht mehr, schon gar nicht mehr zum Sklavenlager. Und irgendwo in Silden gibt es da noch Brennholz, das man nicht mitnehmen kann. Da bin ich mir relativ sicher. Also so ein Ding, das aussieht wie Brennholz, aber keins ist. Also das kann man eben nicht mitnehmen. Vielleicht so ein bisschen außerhalb hier vom... Ne? Ah, verdammte Scheiße. Das gibt's doch nicht. Wo ist das Brennholz?
Vielleicht hier noch irgendwo. Nee, auch nicht. Ah, fuck. Muss doch irgendwo noch Brennholz sein, du. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, ich finde das 10. Brennholz jetzt nicht. Aber es ist hier irgendwo, da bin ich mir sicher. Muss ich mir wahrscheinlich wieder eine Map im Internet ausdrucken. Das habe ich beim letzten Mal, als ich Warcraft 3 durchgespielt habe, auch so gemacht. Weil ich das 10. Brennholz einfach nicht finde. Scheiße da, ey. So, okay, meine Damen und Herren. Das war's dann erstmal wieder mit Let's Play Gothic 3. Beim nächsten Mal geht's noch weiter, allerdings nicht mit Brennholzsuche, sondern mit etwas anderem. Also, das war's soweit von mir. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, bleibt dran und tschüss.